Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Augen-OP in Sulzbach und schöne Grüße zum DOC-Kongress nach Leipzig. Heute stellen wir Ihnen eine Femtofarco mit dem Zima Z8 Femtolaser vor. Assistieren wird mir die Schwester Lissy und den Laser bedient die Frau Dr. Ebner. Wir haben uns vor etwas weniger als einem Jahr für den Zima Z8 entschieden, aus verschiedenen Gründen. Einmal brauchten wir ein vollumfassendes Gerät für alle Applikationen, also nicht nur Femtofarco, sondern eben auch perforierende Keratoplastik, lamelläre Keratoplastik. Wir haben ein großes refraktives Laserzentrum, deswegen brauchen wir auch einen Laser, der die Flaps schneidet und natürlich auch die Femtofarco. Einer der Hauptgründe, warum wir uns für den Laser damals entschieden hatten, war die Mobilität. Das brauchen wir auch, nicht nur um die verschiedenen Applikationen zu machen, sondern auch um in verschiedenen Sälen zu arbeiten. Die Femto oder der Laser wird eingesetzt in 4 von 6 OP-Sälen und Sie müssen dementsprechend relativ schnell hin und her arbeiten. Wir haben hier ein Liquid Interface, das heißt ohne Applanation, das werden Sie gleich nochmal sehen. Sie haben die ganze Lasertechnologie hier in dem Laserkopf drin und der Laser ist eben nicht nur fahrbar, sondern Sie können den wie ein Laptop einfach anschalten und wieder ausschalten, wegfahren, sodass Sie in wenigen Minuten im Nachbarsaal bereits eine perforierende Keratoplastik machen können. Das ist eigentlich das Faszinierende gewesen, dass wir nicht unsere Logistikkette ändern mussten, sondern die Femtofarco-Patienten werden genauso in 15-Minuten-Slots terminiert wie die normalen Patienten. Alles findet hier im OP statt. Wir haben also nicht eine Vorschneidephase irgendwo und die Patienten müssen dann anschließend in den Saal gefahren werden, sondern mir ist es völlig gleich, ob das eine normale Farco oder eine Femtofarco ist. Läuft, ne? Gut. So, dann schauen Sie bitte jetzt geradeaus. So ist gut. Und Vakuum an. So. Vakuum läuft. Ja, Vakuum läuft, Wasser drauf. Handstück, ab jetzt beginnt die Vakuumzeit. Sie haben hier alles in diesem kleinen Handstück integriert. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden und schon starten Sie mit dem OCT. Sie sehen, er hat eine automatische Pupillenerkennung. Wir haben eine Kapsulorexis-Größe von 5 mm eingestellt, Fragmentierungsbreite 5,5 mm. Sie können aber auch auf deutlich über 6 mm gehen. Jetzt wird das hochauflösende OCT gemacht, das ist bereits da. Sie haben 3D-OCT, also in verschiedenen Richtungen, eine automatische Kantenerkennung, die können Sie noch manuell nachjustieren, wie hier. Momentan schneiden wir etwas anterior, aber die automatische Erkennung funktioniert, das ist jetzt schon fertig. Jetzt kommt noch das Fragmentationsgebiet, auch hier sehen Sie die automatische Mustererkennung. Hier in der anderen Achse ist auch fertig mit dem Sicherheitsabstand. Also Sie sehen, das Gerät macht fast alles selber. Es rechnet noch kurz und schon können wir starten. Das Ganze hat keine 30 Sekunden gedauert, die Vorbereitung. Und jetzt geht bereits die Linsenfragmentierung los. Wir starten ja anders als bei anderen Femtolasern erst mit der Linsenfragmentierung bei noch geschlossenem Kapselsack. Und können dann anschließend die Kapsulotomie machen. Das Ganze hat viele Vorteile, ist aber nur möglich mit der neuen Zima-Technologie, dass Sie im Nanojoule-Bereich arbeiten, also Sie deutlich weniger Energie ins Auge einbringen und dadurch deutlich weniger Kavitationsblasen haben. So, Sie sehen, dass die Linsenfragmentierung schon fertig ist. Das Bild kann man links oben erkennen und weiter geht's. Jetzt kommt die Kapsulotomie. Ja, der Laser schneidet vollautomatisch. Sie haben auch während der Operation die Möglichkeit zu kontrollieren, den Pupillenstatus, ob die Pupille enger wird. Die Kapsulotomie ist jetzt schon fast abgeschlossen. Also Sie sehen, das Ganze dauert 2 Minuten und dann ist das Vakuum fertig. So, dann löst sich das Vakuum. So.
Und jetzt geht es ganz normal weiter mit der normalen Fako. Sehen Sie die Lichtpunkte? Genau, da schauen Sie einfach auf die drei Lichtpunkte drauf. Mehr passiert nicht. Super. Genau, wir haben schon ein Drittel des Ganzen hinter sich. Ne? Also sehen tut nichts weh, es ist ganz harmlos. Sie können die OP wirklich ohne Aufhebens ganz normal in Tropfanästhesie machen. Ich glaube, wir haben bisher zu 100% Tropfanästhesie gemacht. Das hier ist nochmal Xylokain intrakameral. Sie sehen, die Schnitte werden momentan noch manuell gemacht. Das Modul ist bereits fertig und auch schon getestet. Aber weil die CE-Zulassung noch wenige Wochen dauert, dürfen wir Ihnen das leider noch nicht zeigen. Also schneiden wir noch manuell, aber es ist eben tatsächlich fertig. Da habe ich mich schon persönlich darüber versichert. Das Entscheidende für mich ist aber die Capsulorhexis. Sie brauchen natürlich eine verlässliche Capsulorhexis und eine Free-Floating-Kapsel ist das, was mich überzeugt. Der Herr Boden aus unserer Klinik hatte das ausgewertet und wir haben eine 96-prozentige Free-Floating-Kapsulotomierate. So, und das war es. Also auch hier sehen Sie, es hat alles super funktioniert. Die 4%, wo wir keine Free-Floating-Kapsulotomie hatten, waren alle ausschließlich bei den ersten 10 Patienten, wo wir noch eine gewisse Lernkurve mit den Parametern hatten. Aber seitdem das optimiert ist, haben wir eigentlich grundsätzlich eine Free-Floating-Kapsel. Auch die Hydrodissektion ist völlig unproblematisch. Also Sie merken keinen Unterschied zu einer normalen Fako. Die Fako wird hier nebenbei gesagt auf der DORC EFA-Maschine gemacht. Ah, ich wollte Ihnen noch mal kurz zeigen, dass das jetzt auch wirklich geschnitten hat. So, hier sehen Sie es. Ne? Also hier kann man sehen, das ist also nicht einfach nur so pseudo angeschnitten, sondern Sie haben wirklich freie, völlig freie Kuchenstücke. Ne? Wir verwenden momentan ein Achtermuster. Sie können das beliebig wählen. Ich persönlich finde, dass das Würfeln nicht relevant Fako-Energie einspart, vielleicht ein bisschen, aber Sie müssen dafür eben auch sehr viel Energie ins Auge hineinbringen. Das haben Sie bei diesen Kuchenschnitten nicht. Und entscheidend ist für mich ja, dass die Fako oder dass das Auge am ersten postoperativen Tag nicht schlechter aussieht wie nach einer normalen Fako. Das können Sie Ihrem Zuweiser heutzutage nicht mehr vermitteln, sondern das Auge muss eben auch genauso reizarm aussehen nach einer Femtofako. Und das ist das Elegante, dass wir durch diese Nanojoule-Technologie so wenig Energie ins Auge hineinbringen. Nur mal umstellen auf Cortex. Ja. Dass Sie eben keine Energieprobleme haben, sondern Sie sehen, Sie haben jetzt keine Diszemetfalten oder irgendetwas. Was ich noch ganz bezeichnend fand, ist, ich hatte gelernt oder gehört, dass durch das Anschneiden der Cortex-Fasern im Rahmen der Laserrexis es schwieriger sein sollte, die Aspiration der Cortex-Reste zu machen. Also das kann ich jetzt nun wirklich nicht bestätigen. Ja, Sie schneiden zwar tatsächlich die anterioren Linsenfasern durch, aber das hat jetzt überhaupt gar keine Relevanz, sondern Sie können genauso ein IA-System machen wie sonst auch. Sie können übrigens den Laser runterfahren und schon rausfahren auch. Ja, das Wichtige ist ja, dass man solche Technologien nicht nur die Machbarkeit zeigt, sondern dass die wirklich im Alltag auch gut integrierbar sind. Das heißt, Sie können den Laser jederzeit rein- und rausfahren und hoch- und runterfahren wie ein Laptop. Also in 5 Minuten können Sie schon eine weitere OP zu machen. Der Laser ist jetzt schon aus und kann in 1 Minute rausgefahren werden, wobei wir wahrscheinlich bis dahin schon fertig sind. Also Sie haben das Liquid Interface gesehen, wo Sie eben völlig ohne Applanation
den Sog anbringen können. Sie haben gesehen, wie weit das Andocken ist, also weit im Bindehautbereich, so dass Sie auch wirklich die externen Bereiche der Kornea noch frei für Schnitte haben. Sie haben das hochauflösende OCT gesehen. Sie haben gesehen, dass die ganze OP nicht länger oder nicht mehr als 2 Minuten länger dauert als eine normale Phako und Sie deswegen die Patienten in ihrer Logistik nicht verändern müssen, sondern können ungeachtet die Patienten einbestellen, ob das jetzt eine normale Phako oder eine Femtopharko ist. Mir ist das ganz gleich. Wenn es eine Femtopharko ist, wird eben der Laser rangeschoben, so wie in der Netzhautchirurgie der Endolaser und wird einfach wieder abgestöpselt und rausgefahren, wenn man es nicht mehr braucht. Es stört aber nicht die Routine in ihrer täglichen Kataraktarbeit, denn sonst wäre er hier bei uns im Alltag auch nicht vermittelbar. Das war's schon. Die OP hat gut geklappt. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und wünschen Ihnen alles Gute von uns. Schöne Grüße aus Sulzbach.